Liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste, wir leben gegenwärtig in einer sehr widersprüchlichen Situation. Auf der einen Seite haben wir eine wirtschaftliche Belebung, die sicherlich stärker ist, als wir das noch vor Monaten erwarten konnten. Auf der anderen Seite nimmt die soziale Spaltung in diesem Lande zu. Auf der einen Seite Wachstumsraten, auch positive Meldungen am Arbeitsmarkt, die bei genauerer Betrachtung gar nicht so positiv sind. Auf der anderen Seite soziale Kürzungen, denjenigen, die am wenigsten haben, wird weiter genommen. Wir haben eine völlig unsoziale Gesundheitspolitik. Wir haben Situationen, wo die Hartz-IV-Regelsätze um sage und schreibe 5 Euro erhöht werden sollen, viele Leistungen gestrichen werden sollen und das in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir haben eine völlig verkehrte Verteilung des Einkommens und der Vermögen in diesem Land. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Situation anschauen, dann ist es keineswegs so, dass wir wirklich die Krise schon überwunden hätten. Das Gerede vom XXL-Aufschwung eines Rainer Brüderle ist fahrlässig. Ja. Denn damit wird unterschätzt, was es an Risiken gibt. Und die Ursachen für die Krise, die liegen in der ungleichen Einkommensverteilung, in der Finanzspekulation, ja, in der ungleichen Vermögensverteilung. Diese Ursachen bestehen nach wie vor fort. Das Casino im Finanzmarkt ist nicht geschlossen, sondern weiterhin offen. Und die wirtschaftliche Situation ist daher von großen Risiken bedroht. Und in dieser Situation von einem XXL-Aufschwung zu reden, ist in der Tat völlig abwegig. Ja. Liebe Genossinnen und Genossen, gegen diese Politik müssen wir eine Alternative setzen und die Linke ist die einzige Partei, die tatsächlich auch über diese Alternative verfügt. Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir sind die Partei, die auch ein anderes Entwicklungsmodell hat. Die gegenwärtige Diskussion um den Programmentwurf, sei dies die Regionalkonferenz in Mainz, sei dies der Programmkonvent letzten Sonntag in Hannover, haben bei aller kontroverser Diskussion zu einigen Punkten sehr deutlich gemacht, dass wir eine Alternative haben, dass wir gegen das kapitalistische Entwicklungsmodell, das Modell des demokratischen, und ich betone, des demokratischen Sozialismus setzen. Wir ringen darum in vielen Diskussionen, wie dies auszugestalten ist. Und es ist keineswegs so, wie unsere politischen Gegner uns vorwerfen, dass wir über keine Programmpunkte verfügen würden. Wir haben Perspektive und haben gleichzeitig sehr konkrete Reformprojekte, sei dies im Bereich der Wirtschaftspolitik, sei dies im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, sei dies im Bereich der Sozialpolitik oder sei dies im Bereich der Steuerpolitik. Und wir sind diejenigen, die sich auch für eine Demokratisierung der Gesellschaft auf allen Ebenen einsetzen. Das heißt eine stärkere Bürgerbeteiligung, das heißt Demokratisierung der Wirtschaft. Das sind alles Punkte, für die die Linke einsteht, im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Die Linke, Genossinnen und Genossen, ist entstanden, weil es dafür ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt, weil in dieser Gesellschaft viel fehlgeht, weil wir Widersprüche haben, weil wir soziale Ungerechtigkeiten haben und wir haben diesen politischen Auftrag, dieses Land sozialer zu machen. Allerdings, Genossinnen und Genossen, ist es auch so, dass dieser politische Auftrag oft etwas in den Hintergrund getreten ist. Das heißt, wir beschäftigen uns vielfach mit uns selbst. Vielfach gibt es Querelen, übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in anderen Landesverbänden. Ich nehme meinen eigenen Landesverband, des Saarland, überhaupt nicht aus und ich könnte auch weitere nennen. Allerdings
scheint mir, dass die Auseinandersetzung gerade in Rheinland-Pfalz etwas über das normale Maß hinausging, um mich mal ganz vorsichtig auszudrücken. Die letzten Monate waren geprägt von Konflikten, Auseinandersetzungen, wo ich kein Problem habe, wenn sie sachlich begründet sind, aber wo ich dann Probleme habe, wenn sie in persönliche Diffamierungen ausarten. In dieser Situation musste auch der Bundesvorstand reagieren, nicht um euch etwas vorzuschreiben, sondern um mitzuhelfen, und das war auch meine Aufgabe und ist meine Aufgabe, mitzuhelfen, dass diese Konflikte überwunden werden und dass auch vermittelt wird bei diesem Konflikt. Vor diesem Hintergrund habe ich in den letzten Monaten sehr viele Gespräche geführt mit allen Seiten. Es war nicht immer ganz einfach und manchmal auch mühsamer, als ich mir das vorgestellt hatte. Wir haben eine Reihe von Punkten diskutiert, die dann auch eine Grundlage abgeben, und wir sind, glaube ich, alle der Auffassung, dass es eines politischen Prozesses bedarf für eine Repolitisierung, möchte ich sagen, dieses Landesverbandes. Ich möchte in dem Zusammenhang auch kurz zu der Mitgliederentscheid Stellung nehmen. Und zwar nicht zu der Frage, ob zulässig oder nicht zulässig, das interessiert mich eigentlich weniger, sondern um den politischen Gehalt dieses Mitgliederentscheids. In diesem Mitgliederentscheid kam deutlich zum Ausdruck, und es hat sich auch ein gutes Drittel, mehr als ein Drittel der Mitglieder daran beteiligt, das dürfen wir nicht vergessen, kam zum Ausdruck, dass die Frage der Trennung von Amt und Mandat eine zentrale politische Frage darstellt, die hier auch auf der rheinland-pfälzischen Ebene diskutiert werden muss. Es ist auch dies keine rein rheinland-pfälzische Angelegenheit. Auch das wird in anderen Landesverbänden diskutiert. Das ist natürlich eine Frage, die die Partei auch insgesamt hat. Ich bin allerdings der Auffassung, dass dieser Mitgliederentscheid politisch einen Auftrag darstellt, die aufgekommenen Fragen auch politisch zu diskutieren und das so basisdemokratisch wie nur irgendwie möglich. Es gab in diesen letzten Monaten auch viele Diskussionen um die Frage der Mitgliederstatistiken, und da möchte ich eindeutig sagen, ich habe das immer wieder betont, das ist nun weiß Gott kein rheinland-pfälzisches Problem. Das haben wir generell. Wir sind eine junge Partei mit noch vielen Problemen, und auf der Ebene des Bundesvorstands haben wir deutlich gemacht, dass es notwendig ist, überall, und das hat mit Rheinland-Pfalz erstmal überhaupt nichts zu tun, überall diese Mitgliederlisten in Ordnung zu bringen. Das ist ganz normal. Wenn man sich mal die Situation bei anderen Parteien anschaut, sieht es viel schlimmer aus. Nur wir sind mit diesen Dingen immer in der Öffentlichkeit im Gegensatz zu anderen. Und wir sollten das ganz nüchtern angehen. Ich denke auch, dass der Landesvorstand da seine Verantwortung wahrgenommen hat und dies entsprechend auch umsetzt. Auseinandersetzung, aus den vielen politischen Diskussionen geht meines Erachtens eines hervor. Dieser Parteitag ist ein wichtiger Meilenstein in dem notwendigen Prozess der politischen Erneuerung. Ich denke, dass einiges in Bewegung geraten ist in den letzten Wochen und dass wir uns dafür hüten sollten, vor einem zu starren Lagerdenken. Die Wirklichkeit auch in Rheinland-Pfalz ist vielschichtiger. Es ist komplexer, es ist breiter. Und man muss die gesamte Bandbreite aufnehmen. Und von diesem Parteitag, Genossinnen und Genossen, muss ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Es wird
auf diesem Parteitag ein neuer Landesvorstand gewählt. Dieser neue Landesvorstand, wie auch immer er zusammengesetzt sein mag, muss dann zusammenarbeiten und muss dafür sorgen, dass dieser politische Prozess nach vorne gebracht wird. Wir müssen zurück zur Politik. Und ich glaube, dass Tanja Kaut eben in ihrem Beitrag sehr deutlich gemacht hat, warum Rheinland-Pfalz die Linke braucht. Lasst uns streiten um die Inhalte, aber lasst uns zusammenarbeiten. Lasst uns die persönlichen Dinge in den Hintergrund stellen. Ich habe Verständnis, dass man sich auch auseinandersetzt, dass es manchmal auch hart zur Sache geht. Aber lasst das gemeinsame Ziel, was wir haben, nicht aus den Augen, nämlich, dass die Politik verändert werden muss, und das gilt gerade auch für Rheinland-Pfalz. Wir haben hier jede Menge Probleme. Wir haben sehr ungleiche Entwicklung in den einzelnen Regionen. Wir haben enorme Probleme auch am Arbeitsmarkt in vielen Bereichen. Wir haben das Problem des Niedriglohnsektors. Wir haben das Problem der prekären Arbeit. Wir haben das Problem der Bildung, auf das hingewiesen worden ist in einem hohen Maße. Wir haben nach wie vor die Notwendigkeit, Rheinland-Pfalz sozialer zu machen, und das ist unser Auftrag, das geht nur mit der Linken, deswegen muss die Linke in den nächsten Landtag in Rheinland-Pfalz einziehen, und das muss unsere gemeinsame Aufgabe sein.